Ich hätte euch den Ring nicht auf Kredit gegeben, wenn ihr nicht so offensichtlich verliebt gewesen wäret. Aber wenn es keine Hochzeit gibt, könnt ihr mir wenigstens den Ring zurückgeben. Das war eines meiner besten Stücke. Ich nehme nicht an, dass ihr diesmal... Ihr wolltet sofort zu eurer Verlobten gehen, um ihn ihr zu überreichen. Wisst ihr denn nicht einmal mehr, wo ihr sie zurückgelassen habt? Und das, nachdem ihr mir diese entzückende Geschichte erzählt habt, wie ihr euch in Hexennebelhain kennengelernt habt. Kein Wunder, dass sie euch verlassen hat. Schon gut, schon gut. Ihr seid garstig, wenn ihr nüchtern seid. Ihr sagtet, die Zeremonie solle in Morvunskar stattfinden. Ihr sagtet, euer Freund Sam würde euer Trauzeuge sein. Lebt wohl. Mein liebster Sauf. Ja, auch Sauf. Ja, Morvunskar, Morvunskar. Fortspinnen sind gar nicht so gefährlich. Aber die pieksen so, wenn man sie über die Stacheln und dann die über... Ach, der ist in... Langsam hier. So, Mensch, die Hammer war. Jetzt. Also deswegen einen will ich hier nicht sterben. So, die Karotten, den Kohl, Lachsbraten, Mammut. Sahneschnitte 10, 5 Tomaten wieder einer. Und wo ist jetzt der Lehrling? Bitte schön. Das ist jetzt ein bisschen... Hey. Ist da jemand? Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Was ist mit mir? Los geht's! Fuß, ja, genug! Genug! Ich ergebe mich!
So, wir haben meine Fantasie mit mir durchgegangen. Ist von der anderen Seite verriegelt. Hier geht's nach Himmelsrand und dann müssten wir hier durch. Da weiter nach unten. Mal zwischenspeichern, man weiß ja nie, was so passiert. Ausdauer senken. Questgegenstände. Okay, bin gestorben. Konnte mich noch mal bewegen, hey Mensch. Das kackt mich jetzt ein bisschen an. So, ich bin versteckt. Fuß! Och, Mensch. Oh.
mal später hin, wenn wir besser dran sind. Ansonsten wird's mir hier. So, den haben wir abgehakt. Komm, machen wir den Gefangene. Zack, 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 zack. Und zu einem Tempel. Wieso? Haben wir in der Hier waren wir ja schon, ne? Müssen sie da raus? Keine Ahnung, warum wir da raus müssen. Ach, sie sind immer noch da. Ja, hab ich da. Es gibt da wohl leider ein Problem. Ein schwerwiegenderes. Ich habe herausgefunden, wer der wahre Anführer der Graubärte ist. Alles schön und gut. Aber wusstet ihr, dass er in grauer Vorzeit Alduins oberster Stellvertreter war? Und verantwortlich für schreckliche Gräueltaten? Es ist wahr, dass seine Verbrechen weit in der Vergangenheit liegen. Aber die Gerechtigkeit zählt keine Jahre. Die Klingen jagen ihn seit Jahrhunderten, aber er wurde von den Graubärten und dann von den Kaisern beschützt. Um der Gerechtigkeit willen muss er für sein Verbrechen mit dem Leben bezahlen. Bis das geschehen ist, verhindert mein Schwur als Klinge leider, dass ich euch Hilfe anbiete. Nach Portunox. Gerechtigkeit kann hart sein. Partonax war der Drahtzieher hinter zahlreichen Gräueltaten während des Drachenkriegs. Schön. Es ist egal, ob er es wirklich bereut hat oder ob er... Interessantes Problem. Ich habe die Aufzeichnungen hier im Tempel der Himmelszuflucht gewälzt. Ein Vergessen. In Kombination mit Delphins Karte von Drachenfriedhöfen bin ich mir ziemlich sicher, dass ich einen der Drachen gefunden habe, die Alduin wieder zum Leben erweckt hat. Versteht ihr denn nicht? Die Namen der Drachen bestehen immer aus drei Wörtern der Macht. Schreie. Wenn ihr den Drachen mit der Stimme ruft, wird er euch hören, wo immer er sich auch aufhält. Er wird dazu nicht gezwungen, aber Drachen sind von Natur aus hochmütige Kreaturen und würden nie eine Herausforderung ablehnen. Insbesondere eure Stimme sollte diesen Drachen interessieren. Immerhin habt ihr Alduin besiegt. Ich halte es für höchst wahrscheinlich, dass er nicht widerstehen kann und eurem Ruf nachkommen wird. Oh, in der Tat.
Im Gegensatz zu den Graubärten bin ich kein Meister der Stimme. Aber es steht hier in dieser Schriftrolle geschrieben. Od Awin. Geflügelter Schneejäger, wenn ich das richtig verstehe. Ich möchte meinen hochgelegenen Ort verlassen. Schutz suchen. Wovor? Das weiß ich noch nicht.